Z-Max hat alle Social Media seiner Ex-Freundin gelöscht und sie ist doch nicht fremdgegangen. In diesem Video geht es um den Skandal zwischen Z-Max und Elisabeth, denn nun hat sich ihre Mutter mit einem Video gemeldet und hat einige wichtige Informationen verraten. Die Mutter von Elisabeth hat einen Kanal auf YouTube und da Z-Max all Social Medias von Elisabeth gelöscht hat, konnte sie sich nicht äußern und es aus ihrer Sichtweise sagen. Und die Thematik ist die ganzen Sachen, was es jetzt im Internet geht, wegen Elisabeth und Simi Trennen, dass die Simi ein Video hochgeladen hat, dass die Elisabeth fremdgegangen ist. Das ist natürlich heftig, was der Simi da alles gesagt hat. Ich bin selbst, wenn ich das Video mich angeschaut habe, war natürlich ein bisschen schockiert, weil es geht um meine Tochter und um deine Schwester. Und ist natürlich heftig. Also, erste Mal, ich mag den Simi. Ich mag ihn genauso. Und ich finde, der ist ein ganz toller Junge. Ja. Und wir haben nichts gegen ihn. Aber Simi, dass du Elisabeths Kanal gelöscht hast, TikTok und Instagram, das finden wir scheiße. Weil sie kann sich nicht verteidigen. Sie erzählt, dass Z-Max und Elisabeth davor schon öfters Streit gehabt haben. Zum Beispiel, dass Z-Max Bilder von anderen Mädchen liked. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich ein Streitgrund ist. Leute, und dann ihr alle denken, die Frau ist fremdgegangen, die Frau ist eine Tussi, die Frau. Leute, man muss nicht alles glauben, was man hört. Weil, wart ihr nie einmal sauer auf eure Freundin? Oder wart ihr nie sauer auf eure Freund? Du? Ja. Was hast du dann erzählt, wenn du mal sauer warst auf deine Freundin? Zum Beispiel. Muss auf jeden Fall sagen, die Mutter ist mir sehr sympathisch. Sie ist höflich, sachlich und beleidigt nicht. Und ich glaube, andere Eltern wären bestimmt nicht so höflich und sachlich, wenn das eigene Kind in ganz Deutschland gehatet wird für etwas, was sie nicht mal gemacht hat. Hat ihr so ein kleines Herz, dass man sagt, lass die auf deine Wohnung raus und dir steht da alleine in Barcelona ohne Familie und ohne niemanden? Denkt ihr, das ist auch in Ordnung von euch? Gestritten, Elisabeth ist ausgezogen und dann wahrscheinlich hat sie, keine Ahnung, jemanden kennenlernen, Freunde halt, wo man sich mit jemand sprechen konnte. Aber ich glaube nicht, dass die fremdgegangen ist. Und ihr könnt auch nicht behaupten, dass es ist, so wie der Simi sagt. Weil Simi konnte auch etwas anderes gesehen haben. Und trotzdem, weil er sauer war, erzählt sowas. Ihre Aussage hat Z-Max wohl zu wenig gesehen und hat sich zu schnell eine Meinung gebildet. Aber das Komische gerade ist, dass sie am Anfang, wie gesagt, sagt, dass Z-Max das Falsches gesehen hat. Aber später im Video sagt sie, dass sie nicht mal mit einem Spanier da war. Also was jetzt? Ich denke ehrlich gesagt, dass Z-Max einfach nur sauer auf seine Freundin war und sich dann dachte, dass er mit dem Thema wieder Content für einen weiteren Skandal auf YouTube hat. Was tatsächlich auch geklappt hat. Später im Video sagt sie noch, dass die ganze Familie von diesen ganzen Z-Max-Fanboys gehatet wird und sogar der kleine Bruder hat Nachrichten bekommen mit Beleidigungen. Wahrscheinlich waren die Leute eben auch im selben Alter wie er, hallo. Aber ich habe den Simeon persönlich angerufen und ihm gebettelt, dass dieses Video auf Internet raus und runter muss. Also er ist wahrscheinlich auch nach mir gegangen und nach seiner Mutter und hat uns den Gefallen getan, das Video runterzumachen. Dass sie Z-Max angerufen hat, damit er das Video löschen soll, ist ganz korrekt von der Mutter. Aber Z-Max, what the fuck, bist nicht selber irgendwie drauf gekommen, das Video zu löschen? Ich meine, du bist nicht dumm, aber come on, Digga. Das Video ist nicht fake. Die haben sich getrennt. Aber nicht wegen Fremdgehen. Die haben Stress, die haben etwas mehr Stress als normale Menschen, weil die sind in dem öffentlichen Leben. Aber das Video ist nicht fake. Da, wenn der Simi geweint hat, hat er geweint, weil er hat mich auch angerufen und hat zu mir gesagt, dass er sich und Elisabeth getrennt hat und wir haben hier auch mitgeweint.
Kurz zum Thema Weinen. Geht's nur mir so oder sieht das Weinen echt unnormal aus? Er redet ganz normal und schaut ernst in die Kamera. Plötzlich emotionale Weinattacke. Und 3 Sekunden später ist er wieder ganz ernst. Wie? Fazit, Simix hat wohl einfach viel zu viel hineininterpretiert, zu wenig gesehen und hat daraus ein emotionales Video gemacht und damit Elisabeth in ein falsches Licht gerückt. Aber warum ihr ihre Social Medias löscht und somit ihr keine Reichweite gibt, ist aus ihrer Sicht zu erzählen, verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz. Vielleicht weiß Elisabeth etwas, vor was Simix Angst hat, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Wer weiß. Oder war einfach nur wütend. Sie ist nicht fremdgegangen, zumindest laut ihrer Mutter. Und die Mutter wünscht sich sehr, dass sie beide zusammenkommen. Das war's, Leute, von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Genießt dieses weirde Aprilwetter. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von meiner Wenigkeit sehen wollt. Tschö mit ihr.